is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Sünde und Sünder vernichtet. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlose froh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Obwohl Satan sich gezwungen sah, Gottes Gerechtigkeit anzuerkennen und sich der Oberherrschaft Christi zu beugen, ist er charakterlich immer noch derselbe geblieben. Der Geist der Rebellion bricht wieder hervor, wie ein mächtiger Strom. In seinem Wahn beschließt er, den großen Kampf nicht aufzugeben. Die Zeit ist gekommen für ein letztes, verzweifeltes Ringen gegen den König des Himmels. Er stürzt sich mitten in die Menge seiner Untertanen und versucht, sie mit seiner eigenen Wut anzustecken und sie zum plötzlichen Angriff aufzustacheln. Doch nun ist unter all den zahllosen Millionen, die er zur Rebellion verführt hat, kein einziger, der seine Überlegenheit anerkennt. Seine Macht ist zu Ende. Die Gottlosen sind zwar mit dem gleichen Hass auf Gott erfüllt, der Satan antreibt, doch sie sehen ein, dass ihre Lage hoffnungslos ist und sie Jahweh nicht besiegen können. Der Zorn richtet sich gegen Satan und all jene, die seine Werkzeuge zum Betrug gewesen sind. Mit dämonischer Wut wenden sie sich gegen sie. Der Herr sagt, weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines Gottes Herz. Darum siehe, ich will Fremde über dich schicken, die Gewalttätigsten unter den Völkern. Die sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen dein Glanz entweihen. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat, auf der Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. Feuer fällt von Gott aus dem Himmel. Die Erde zerbricht. Die in der Tiefe verborgene Waffen kommen hervor. Verzehrende Flammen brechen aus jedem klaffenden Riss. Sogar die Felsen brennen. Der Tag ist gekommen, der brennen wird wie ein Ofen. Die Elemente schmelzen vor Hitze. Auch die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrannt. The Lord is coming. Are